Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von den Philippinen. Hier geht es um unseren Hausbau vom Anfang bis auf Mauern bis auf Fensterhöhe. Ich hatte ja in den vergangenen Wochen fast täglich Kurzvideos gepostet von unserem Hausbau und ich habe diese ganzen Szenen einfach mal zu einem langen Video hintereinander gehängt. Wir haben hier am Anfang gesehen, die Rodungsarbeiten. Insgesamt mussten 5 Kokospalmen und ein Mahagonibaum dran glauben, um Platz für unser Haus zu schaffen hier. Das wurde alles mit Genehmigung und so weiter gemacht. Und am 19. Dezember traf dann das Bauteam ein, mittags. Und die haben gleich angefangen, die Baustelle einzurichten, diesen Holzrahmen um das Haus gemacht. Auch diesen großen, da sollte dann später eine Plane gespannt werden, um die Arbeiter von der Nachbarschaft zu trennen, damit sie sich nicht zu viel unterhalten. Ja, und am ersten Morgen haben sie also gleich angefangen, hier die Löcher für die Fundamente von den Pfeilern zunächst auszugraben. Das waren Löcher von 1 Meter mal 1 Meter jeweils. Anschließend wurden dann die Grundmauern gezogen, nachdem die Pfeiler also unten im Fundament ausgegossen waren. Da wurden dann hier die Grundmauern gesetzt, teilweise also auch verschalt. Und dann mit diesen Hohlblocksteinen, wo auch später das Haus mitgebaut wird, hochgemauert. Ja, hier sind die Schalungsarbeiten Gange und da sieht man dann schon die Grundmauer. Das ist also immer noch die Grundmauer, das ist noch nicht die Mauer vom Haus. Das ganze Haus wird 60 cm an der höchsten Stelle hochgesetzt, also da hinten. Es ist leicht abfallendes Gelände hier. 60 cm hochgesetzt, damit später also keine Überflutungen stattfinden, wenn es mal heftig regnet oder mal wieder ein Taifun die Insel heimsucht. Ja, da sind die Grundmauern bis oben hin hochgezogen. Das ist die Terrasse hier jetzt im Bild. Das andere waren die Zimmer. Hier wieder die Terrasse. Und ja, und hier haben sie bereits die ausgehobene Erde ein bisschen verteilt auf den Zimmern gleichmäßig und auch verfestigt mit einer Maschine. Sieht man gleich irgendwann im Bild, die Erde verfestigt wird. So sieht es dann also jetzt mal aus. Alles ein bisschen aufgeräumt, den ganzen Dreck daraus und dann kam schon der erste LKW mit dem Füllmaterial. Das ging also hier auf täglicher Basis. Man konnte also täglich irgendwelche Fortschritte sehen hier. Das war ganz interessant. Und ja, diese helle Erde sieht fast ein bisschen aus wie Sand mit ein bisschen Steinen drinne. Die musste dann von den Arbeitern verteilt werden auf die Zimmer. Das hat 2 Tage lang gedauert, weil das wurde ja dann zwischendurch auch immer wieder verfestigt und dann musste noch weiter aufgefüllt werden. Die Jungs sind unermüdlich dran, recht fleißig. Also hier, wie gesagt, in den ersten Tagen ganz besonders, da sah man täglich die Fortschritte und hier ist schon alles soweit verfüllt. Da kommt jetzt schließlich und endlich noch eine Schotterschicht drauf. Grauer Schotter auf das Ganze und auf diesen grauen Schotter dann eben, wie man das hier schon im Bild sieht. Auf der rechten Seite wird dann eine Dampfsperre eingebaut. In diesem Fall ist das also eine Plastikfolie im Prinzip, die verhindern soll, dass Feuchtigkeit von unten nach oben dringt. Ja, und dann ist schon das Gitternetzwerk für die Deckenplatte, also für die Bodenplatte fertig. Und bevor gegossen wird, müssen natürlich noch die Leerrohre für die Elektroleitungen hier verlegt werden. Da wird nachher das Kabel durchgezogen und ja, für die Elektrostromleitung. Steckdosen, Licht, Lampe und Sicherungskasten natürlich. Ja, und dann kam der große Tag, wo die Bodenplatte gegossen werden soll. Es war wichtig, dass die also schon morgens früh anfangen.
um 7 oder um 6 Uhr haben sie morgens angefangen, hier Beton zu gießen. Alles von Hand, alles mit dem kleinen Betonmischer hier. Das heißt, ein kleiner ist es nicht, es ist schon ein großer. Und dann aber alles von Hand auf die Bodenplatte verteilt. Die ersten Aufnahmen hier, ich glaube, gegen 11 Uhr morgens gemacht. Da waren sie also hinten. Ich sag mal, ein Viertel vom Haus war fertig. Und abends um 6 oder um 7 war schließlich und endlich die ganze Bodenplatte gefüllt. Es ist wichtig, dass die Bodenplatte an einem Stück gemacht wird. Ansonsten gibt es später mit Sicherheit Risse. Dann ist die nicht chemisch miteinander verbunden. Auch hier wieder viel Arbeit. Ich weiß, dass ein Kollege von mir in Deutschland das auch versucht hat bei seinem Einfamilienhaus. Ich weiß nicht, wie viele Leute der zur Verfügung hatte, aber da hat man auch versucht, die Deckenplatte von Hand zu gießen, weil man da ein bisschen Geld sparen wollte. Man wollte keinen Betonmischer kommen lassen. Und gegen Abend kam man dann stark ins Schleudern, weil ja die Platte an einem Tag fertig sein muss und bis zum Abend hin. Ja, wurde es da ziemlich knapp. Aber das Ganze ist schon 30, 40 Jahre her. Das Haus steht immer noch in Deutschland. Weiß nicht, ob dieses Haus so lange stehen wird. Ich werde es nicht mehr erleben, sicherlich. Und ja, so sieht das aus, wenn die das vergossen haben. Einer ist damit beschäftigt, das Ganze ein bisschen abzustreichen, damit es schön gerade aussieht. Das hier ist das Badezimmer. Das ist leicht tiefer gesetzt als der Rest des Hauses. Da gibt es dann später auch einen Bodenabfluss drinnen natürlich. Ja, hier sieht man schön, wie die Jungs da von Hand die ganze Bodenplatte auffüllen müssen. Echt viel Arbeit und eine tolle Leistung am Ende. Zwischendurch wurde mal hier wieder Sand angeliefert. Diese Aufnahmen, wie gesagt, entstanden alle morgens so gegen 11 Uhr. Das war dann nachmittags, ein kleines bisschen später. Ich glaube, kurz vor der Mittagspause oder kurz nach der Mittagspause. Aber man konnte schon sehen, wenn das also so weitergeht, dass es wohl bis zum Abend fertig werden wird, sofern nicht der Beton ausgeht. Aber war ja auch genug von da. Ja, und das war dann später um 17 oder 18 Uhr, auf jeden Fall kurz vor Sonnenuntergang. Da war die Bodenplatte eigentlich soweit fertig und die Arbeiter waren noch mit einigen Feinarbeiten beschäftigt, wie hier die Terrassenabtrennung, denn auch die Terrasse liegt ein kleines bisschen tiefer, genauso wie das Badezimmer, damit da kein Wasser reinschwappt. Und ja, schon nach einer Nacht, nachdem die Bodenplatte so gerade eben abgebunden hatte, wurde mit den Maurerarbeiten angefangen, am ersten Tag nur ein oder zwei Reihen eigentlich. Und die Aufnahmen, die wir hier sehen, entstanden dann am zweiten Tag, wo man dann schon die Zimmer so langsam hochgezogen hat. Und dann kann man hier schon so langsam sehen, was es mal werden soll eigentlich. Das ging wirklich auch hier Schlag auf Schlag, jeden Tag viele Fortschritte zu sehen. Ich hatte das ja in den Kurzvideos dokumentiert. Hier stehen wir also in der Küche. Hier links ist das Badezimmer, das Wohnzimmer hier und der Eingangsbereich. Draußen die Terrasse und hier auf der rechten Seite die anderen Zimmer. Ja, und für den Rest des Videos habe ich hier noch eine kleine Hausbegehung, die ich live von der Baustelle dokumentiert habe. So, ja, die Bauarbeiter haben gerade Mittagspause und da gucken wir uns mal die Baustelle von nahem an. Wir haben hier zunächst mal die vordere Terrasse, Größe 2x4 Meter. Und da haben sie jetzt ein paar Steine gelagert hier. Und das hier kommt dann noch die Treppe hin an die Stelle. Und hier ist der Eingangsbereich. Dann kommt man also zunächst hier ins Wohnzimmer hinein. Da ist das Fenster, von dem wir gestern Abend gesprochen haben, also eine Durchreiche praktisch von der Küche ins Wohnzimmer.
Hier haben sie überall Seile gespannt. Heute müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, und das ist die Küche. Größe etwa 2,50 Meter mal 4 Meter. Das Problem hier ist diese Eingangstür zur Seite. Es musste unbedingt aus Feuerschutzgründen und was weiß ich nicht alles eine zweite Tür ins Haus. Die hätte man auch hier hinten ins Badezimmer machen können, also hier einen Durchgang hin und die Tür nach hinten raus, dann wäre das Badezimmer ein bisschen kleiner geworden. Ja, hier haben wir das Badezimmer, wie gesagt. Da unten ist der Anschluss für den Strom, für die Waschmaschine und eventuell fürs Waschbecken. Daneben dran kommt das Waschbecken, also Waschmaschine, Waschbecken, und hier hinten haben wir die Dusche. Die ist, kann man fast eine Party drin feiern. Das ist so 1,20 x 1,50, was das Badezimmer breit ist. Ja, und dann haben wir hier auf der anderen Seite die beiden Eingänge zu den beiden Schlafzimmern. Also hier von der Küche aus geht es also hier ins Schlafzimmer mit nur einem Fenster. Auf der Rückwand war ursprünglich auch ein Fenster geplant. Das haben wir aber inzwischen gestrichen. Also nach hinten raus gibt es dann in diesem Fall kein Fenster. Ja, das Zimmer hier ist auch 4x4 Meter groß, also nicht ganz, man muss die Mauern muss man abziehen. Aber wir rechnen mal mit 4x4 Meter, also 16 Quadratmeter. Und da die Mauer hier noch nicht so hoch ist, kann man hier rüber schwenken in das andere Schlafzimmer. Da gibt es dann ein Fenster nach vorne und ein Fenster nach der Seite. Hier vorne ist die Eingangstür. Ja, gehen wir mal hier hin. Von einem Zimmer ins andere. Da kommt eine große Eingangstür hin. Ja, hier wie gesagt auch das Wohnzimmerfenster. Etwas andere Einstellungen jetzt mal. Und ja, hier geht es dann schon wieder raus aus dem Haus. Kommt man auf die Terrasse, da kommt natürlich noch ein Geländer hier rundherum und hier die, wie gesagt, schon die Treppe, die dann nach unten führt. So, ich will mal versuchen, das ein bisschen hochzufahren, dass man das Ganze mal so von oben sieht. Hier vorne also zunächst das Wohnzimmer, links diese zwei Schlafzimmer hintereinander. Hinten rechts die Küche und das Badezimmer. Tja, die Mauern sind eigentlich schön gerade geworden. Das Team arbeitet im Allgemeinen ganz gut. Hier haben sie heute Morgen schon das Fenster ausgeschnitten. Das war gestern noch zugemauert, das war gestern Abend die Last-Minute-Entscheidung, dass wir uns entschlossen haben, hier zwischen Wohnzimmer und Küche noch einen Durchbruch zu machen. Ja, das war es soweit vom Inneren des Hauses. Ja, das ist dann mal so der erste Zusammenfassungsvideo hier von den ersten, was haben wir denn jetzt, etwa drei Wochen Bauzeit. Aber ich bin fast zuversichtlich, dass das Ganze noch fertig wird in der Zeit, wo wir hier sind, also bis Ende März. Dass wir, ja, wenn wir viel Glück haben, sogar noch eine Nacht hier drin schlafen können. Ja, soweit, so gut. Das ist also der erste Video aus einer Reihe von, ich denke mal, zwei oder drei Videos, die wir von dem ganzen Hausbau machen werden. Ich hatte ja auf dem noch jede Menge Short-Videos gepostet in den letzten Tagen. Die waren recht erfolgreich. Vielen Dank übrigens. Vorgestern der Video hatte über 10.000 Aufrufe. So viel wird der hier wahrscheinlich nicht erreichen. Aber trotzdem vielen Dank dafür. Die anderen Videos hatten so um die 2.000 bis 3.000 jeweils. Es folgt dann hier
noch zwei oder drei Videos, bis das Haus dann schließlich und endlich irgendwann mal fertig ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da, am besten natürlich beides, und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video.